Nur wenige Sekunden haben sie verpasst von diesem K.O.-Spiel. Zumindest hat es diesen Charakter. Schottland gegen Österreich. Es ist WM-Playoff-Zeit. Und zwar eben für das österreichische Nationalteam. Für die Frauen. K.O.-Spiel deshalb, weil die Österreicherinnen müssen heute gegen Schottland gewinnen. Es gäbe Verlängerung. Es gäbe Elfmeterschießen, wenn nötig. Und dann hoffentlich aus österreichischer Sicht schon am Dienstag das nächste Spiel, um dann diesen Traum-WM-Endrunde zum ersten Mal Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass Sie jetzt auch mit dabei sind beim Frauen-Nationalteam. An meiner Seite Co-Kommentatorin, Expertin Elisabeth Thieber. Hallo Anna. Freut mich, dass wir jetzt bei den Damen angelangt sind. Da bin ich mit meinem Tipp vielleicht eher in der richtigen Richtung. Aber schön, dass der Sturm dann auch das Unentschieden rausgeholt hat. Aber jetzt wollen wir den Fokus auf unsere Damen in Rot-Schwarz. Rot heute in dem Fall legen. In der Aufstellung gibt es keine große Überraschung. Irene Fuhrmann, Teamchefin, hat die beste Mannschaft aufgestellt, die momentan zur Verfügung ist. Man muss sagen, es sind zum Glück wieder auch alle fit bei der EM. Während der EM, da hat es immer wieder so ein paar Schwierigkeiten wie welchen Verletzungen, Corona gegeben. Aber heute eben wie gewohnt auch das 4-3-3-System. Wienreuther in der Verteidigung, sie hier mit dem Einwurf. Ja, Wienreuther spielt die Gegnerin an. Gute erste Möglichkeit für die Österreicherinnen. Eckball. Zweite Minute ist gespielt. Sie sehen es, es schüttet aber schon seit Tagen. Es ist das typische schottische Wetter hier im Hampden Park, im altehrwürdigen Stadion, wo hier gespielt wird. Ja, Puntigam sicher eine Option für diesen Eckball Österreichs. Große Spielerin nochmal. Verena Henshaw. Zweite Ecke. Ist mal eine Variante. Nochmal Henshaw. Und er kommt gefährlich auf Alexander. Sehr druckvolle Anfangsphase von den Österreicherinnen. Lise, ist das auch in etwa das, was wir von diesem Spiel, vom Spiel der Österreicherinnen heute auch erwarten können? Wir sehen hier nochmal die Wiederholung, sehr viel Druck, den sie ja ausüben. Ja, also ich denke schon, dass unsere Mädels da heute auf alle Fälle mal mehr Spielanteile als die Schottinnen haben werden. Wenn wir schauen, wie sie das dann auch noch entwickelt, vor allem in den ersten 20, 30 Minuten. Aber normalerweise gehe ich davon aus, dass die Damen in Rot-Schwarz-Rot mehr Spielanteile haben auf alle Fälle. Dann gilt es vor allem in die Zweikämpfe dagegen zu halten, ein bisschen frech dagegen halten auch und dann auch versuchen natürlich beim, es ist ein sehr nasser Boden, du hast angesprochen, es regnet schon seit Montag, seitdem das Nationalteam in Schottland ist und das ist natürlich auch auf was man sich einstellen muss. Ja. Also oftmals kommt es jetzt auch nicht so vor, dass der Boden wirklich sehr, sehr viel Wasser hat. Das gilt es einzustellen, es kommt vielleicht eher den Schottinnen entgegen, so ein bisschen ein dreckiges Spiel, aber dennoch bin ich guter Dinge, dass das Nationalteam, dass die Österreicherinnen da heute den Schottinnen auch wirklich das Spiel aufzwingen und natürlich auch griffig und bissig nach vorne arbeiten können. Und da haben wir auch schon den ersten Schuss von Verena Henshaw gehabt und auch zwei Eckbälle schon. Also mal ein bisschen ein leichtes Herantasten war. Laura Feiersinger, Zweikampf mit Weir. Nummer 9 von Schottland muss man sich ganz genau anschauen, merken und vor allem auch entschärfen. Sie ist sicher eine der großen Stützen im Team Schottlands. Das jetzt aber Barbara Dunst. Ja, Barbara Dunst zeigt auch ihre technische Finesse. Allerdings das jetzt relativ unrühmlich zu Ende gegangen. Aber Puntigam, ja, auch bei ihr viel Pass. Ah, der ist direkt in die Magengrube gegangen.
Weir, die angesprochene Topspielerin bei Real Madrid, trifft da Sarah Puntigam. Mittlerweile beim 1. FC Köln angekommen ist seit dieser Saison. Die Caroline Weir, die angesprochene, sehr gefährliche Spielerin, sehr stark im Abschluss auch. Werden wir höchstwahrscheinlich auf der 8 sehen. Die Schottinnen auch mit einem Viereraufbau in der Regel, mit einem Sechser sozusagen und meist dann mit zwei Achtern spielend. Und vor allem auch der Caroline Weir, Erin Cuthbert oder auch über die Außen Lisa Evans sind so die Spielerinnen, denke ich, die man nennen darf. Dann kommen noch ein, zwei namhafte Spielerinnen dazu. Also Schottland für mich schon ein Team, wo man die ein oder andere Spielerin vor allem aus guten Ligen auch kennt. Einige von ihnen spielen in England und daher auch nicht zu unterschätzen. Um das auch zu verorten, Schottlands Platz 23 in der Weltrangliste, Österreich drei Plätze auf dem 20. davor. Cuthbert. Henninger mit dem Kopf dran. Und genau das sind diese langen Bälle, vor der auch Irene Fuhrmann gewarnt hat, gesagt hat, auf die gilt es aufzupassen. Schottinnen spielen gerne den langen Ball, vor allem den schnellen Ball auch hinter die Kette. Hier der Zweikampf. Julia Hickelsberger Füller, die schon mal die Härte, die hier auf der Insel herrscht, in den Zweikämpfen zu spüren bekommt. Der Trainer, der Coach, Pedro Martinez Losa, Spanier, der übernommen hat seit 2021. Sehen wir jetzt auch ganz gut, dass zuerst einmal ein bisschen abgewartet wird, nicht vorne direkt drauf gepresst wird, sondern nur mal abgewartet wird. Da kommt der Ball aber gut zu den Schottinnen. Das war Weir, die auf Clelland spielt. Clelland und Marina Georgieva nochmal. Clelland kommt doch nicht dazu. Schnelles Handeln ist da gefragt, wenn die Schottinnen in den Strafraum kommen, denn schießen können da einige, bringen viel Wucht und Schärfe in ihre Abschlüsse. Was gibt es noch zur Aufstellung der Österreicherinnen zu sagen? Für Sie, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, es ist eigentlich die, wie es wir auch so erwartet haben, also wie es auch in den letzten Spielen nicht so war. Ganz klassisch mit dem 4-3-3. System und haben jetzt auch Carina Wenninger mit der neuen Kapitänin, der neu nominierten Kapitänin, und ansonsten sind keine großen Überraschungen in der Startelf. Neu nominierte Kapitänin, weil Viktoria Schnaderbeck nach der Euro die Karriere beendet hat. Julia Hickelsberger Füller, ihre Geschwindigkeit und vor allem ihre Technik, die wird gefragt sein heute. Vor allem eben über dem Flügel scharfe Bälle auch reinzuspielen in den Strafraum, um eventuell Nicole Biller zu bedienen oder auch Babsi Dunst. Irene Fuhrmann und ihr Gegenüber Fuhrmann gestern zur Trainerpersönlichkeit des Jahres ausgezeichnet. Zwar nicht live bei der Sportgala, bei der Sporthilfe Gala, aber live zugeschalten. Und große Freude auch beim Ziel. Wieder Barbara Dunst. Feiersinger. Henschau. Ja, der geht durch, direkt auf Lee Alexander.
die Torfrau, die geheiratet hat, jetzt Gibson im Nachnamen heißt es. Natürlich ihr Mann im Schottenrock. Ja. Das ist ja selbstverständlich. Thomas, nominelle Spitze bei den Schottinnen. Amsley, aber niemand da. Oh, ein Schau gegen Clellan. Ja, ja, ein bisschen Glück dabei. Ohne Foul, sagt die Schiedsrichterin. Das ist heute Jana Adamkova aus Tschechien. Achtung. Wir gegen Fajasina. Marina Georgieva angekommen bei PSG, hat gewechselt zu Paris Saint-Germain und ist dort zu ihrem Pflichtspieldebüt, zu ihrem ersten Einsatz gekommen. Doherty mit dem Einwurf. Sie spielt bei den Rangers, ist 30 Jahre alt, dort auch die Kapitänin. Es gibt einige Spielerinnen mit viel Erfahrung in diesem Team. Das ist wieder Doherty, die versucht hat durchzustecken. Sehr aufmerksam, aber hier Wenninger gewesen. Achtung! Ja, Amsley, kriegen sie dann doch noch irgendwie in den Griff. Ja, die Schottinnen stehen sehr tief. So die Mittellinie zum genau Amsley. Da sieht man, nur eine Feldspielerin der Schottin steht in der eigenen Hälfte. Also die machen sehr viel Druck, haben auch sehr viel Werbung gemacht für dieses Spiel hier im Hampden Park, wollen da über 10.000 Leute ins Stadion bringen. Das wäre dann auch ein Rekord bei einem schottischen Frauennationalteamspiel. Gut lösen können. Marina Georgieva und Marina Henschel, aber dann wieder der schnelle Ballverlust. Der lange Ball, der dann nicht ankommt. Die Österreicherinnen jetzt hauptsächlich in der eigenen Hälfte beschäftigt. Haben sich zurückgezogen. Der ist sehr gut. Lang gespielt. Zinsberger kommt raus und jetzt hat sie ihn. Thomas hat hier die Gunst dieses langen Balles von Kerr genützt. Ja, fragwürdige Abseitsstellung, ja. Aber gut zwischen den zwei Innenverteidigerinnen bewegt. Und da hat sich die eine auf die andere verlassen, würde ich mal sagen. Ja, und Zinsberger hat den Ausflug gewagt. Ja, schon die erste brenzlige Situation. Schottinnen lästig, machen viel Druck. Der Seitenwechsel. Wieder versucht direkt in die Spitze zu spielen. Corsi hat übernommen auf Cuthbert. Und außen läuft schon wieder Amsley mit. Winreuter wird noch angespielt, deshalb brandet hier natürlich der Applaus auf, denn jetzt hat Schottland nach einer Viertelstunde zum ersten Mal auch die Möglichkeit über einen Eckball, nachdem die Österreicherinnen ja schon nach nur 2 Minuten die ersten beiden Eckbälle in diesem Spiel haben.
Cuthbert an der Ecke. Wir nicht abschließen lassen. So geht's. Manuela Zinsberger auf den Posten. Ja, ganz schwierig. Sie sehen's, dass sie nicht einmal hinschauen muss, um zu wissen, wo das Tor steht. Der hat einen absoluten Torriecher. Aber der war mehr so ein bisschen drüber gehoben über alle. Auffallend, dass die Österreicherinnen in den ersten Minuten schnell versuchen, in die Spitze zu spielen. Nicht gut ist, dass die Bälle bis dato überhaupt noch nicht ankommen. Wieder der schnelle, lange Ball nach vorne. Aber der ist zu schnell. Oder Thomas zu langsam, je nachdem, aber dann hätte sie nie mehr laufen. Dass es sehr laufintensiv wird, das hat Sirene Fuhrmann auch vorhergesagt. Voraussichtlich kann es auch durch ein Umschaltspiel entschieden werden. Am Ende wird auf alle Fälle entscheiden, wie handlungsschnell und wie präsent die Österreicherinnen sind. Sie hat ihr Team gleich eben nach Schottland beordert. Sonst hätten natürlich alle möglichen Richtungen von den Spielerinnen dazu geführt, dass sie zu viel Anreise eben hätten, dass wenn sie vom Club kommen, im Trainingslang in Österreich, dann zwei Tage später gleich wieder ins Flugzeug steigen hätten müssen. Und so haben sie sich ja gut einspielen, einleben können. Ja, nachvollziehbar. Meiner Meinung nach auch am Montag sind die Spielerinnen dann gekommen. Viel hast du nicht machen können, weil die meisten haben Sonntag gespielt. Hier und da hat mal eine Samstag gespielt. Jetzt Ainsley wieder. Wird zum Out-Einwurf geklärt, aber im Endeffekt dann geht es Dienstag etwas ins Training hinein und Mittwoch war dann schon das Abschlusstraining hier im Hampden Park. Das ist ca. 20 Minuten vom Hotel entfernt. Und dann ist schon der Spieltag mit heute gekommen. Wieder Weir auf Doherty, nochmal Weir. Villa sucht hilferingend eine Anspielstation, findet den Rücken von Cuthbert. Achtung, Thomas! Ja, auffallend, dass einige Fehlpässe schon waren, bei den Schottinnen weniger noch, aber die Österreicherinnen mit einigen Fehlpässen. Und dann, es gefällt mir irrsinnig gut, dass die Schottinnen dann gleich versuchen, hier direkt nach vorne, direkt den vertikalen Ball zu spielen. Und das kann sehr gefährlich werden. Schnell, schnörkellos sind sie bisher in ihrem Spiel nach vorne. Ja, das war jetzt gut gelöst. Zadrazil, Villa. Dunst. Pelle kommen nicht an bei den Österreicherinnen. Pontigam, aber der ist weit weg. Seine Amtszeit bisher eher durchwachsen, hat Erfolge gefeiert, hat aber auch herbe Niederlagen einstecken müssen mit seinem Team. Und jetzt versuchen sie hier die zweite EM-Runde in Serie wahrzumachen, die Schottinnen. Das wäre dann auch die dritte Teilnahme an einem Großereignis. Waren allerdings nicht bei der EM qualifiziert.
falls sich da jetzt wer ganz stark versucht zu erinnern an den Auftritt von den Schottinnen bei der EM, hat es eben nicht gegeben. Da kann sich die Kapitänin befreien auf Evans mit einem schnellen Ball auf sie und dann geht's auch schnell weiter. Clelland. Nochmal Clelland, aber Zinsberger, für sie ist das natürlich jetzt ein einfaches. Aber es geht zu einfach. Ein bisschen das Gefühl, als wenn die Österreicherinnen da einen Schritt den Schottinnen hinterher wären. Aber man muss auch sagen, die spielen es schnell, die spielen es gut, die spielen es geradlinig und vor allem genau. Das ist das, was bei Österreich noch so ein bisschen fehlt. 22. Minute, 0:0. Der Traum von beiden Teams, zur WM zu fahren nächsten Sommer. Piller kommt nicht mehr an den Ball. Ja, das Mittelfeld wird von beiden Teams versucht, schnell zu überbrücken. Zadrazil und Henschau waren es hier. Jetzt mal eine gute Szene von den Österreicherinnen wieder gewesen. Nachdem in den letzten paar Minuten doch die Schottinnen dann ja, das ganz, ganz gut gemacht haben und dann mehr vom Spiel hatten. Es gilt sich reinzukämpfen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Natürlich, der Boden ist sehr nass, es regnet die ganze Zeit. Das ist man als Österreicherin vielleicht weniger gewohnt als Schottin, aber diese Ausreden dürfen heute nicht dargelegt werden und von daher muss man auch da drüber stehen und man muss sein Spiel einfach versuchen aufzuziehen, was bis dato ja, noch nicht ganz so gut gelungen ist. Menninger hat schnell gespielt und der Ball ist noch gefährlich von Nicole Biller. Auf das Tor von Gibson. Ja, wollte da vielleicht den Überraschungsmoment nützen. Es war Hickelsberger, die da schnell, die da schnell hingespielt hat, eben auf Nicole Biller. Aber nach wie vor 0:0. Zum Modus, also dieses Spiel muss Österreich gewinnen. Wir reden das jetzt natürlich aus Sicht der Österreicherinnen. Dann würde am Dienstag zu Hause in Niederösterreich in der NV Arena als nächster Gegner dann Irland warten. Und auch da muss man sich dann wieder durchsetzen. Die beiden Playoff-Sieger, also mit der besten Platzierung in der Rangliste, erreichen dann die Endrunde. Es gäbe dann noch so diese kleine Hoffnung, diese Hintertür, denn der dritte Playoff-Gewinner spielt dann konföderationsübergreifend ein Playoff. Es ist, Lisi, zugegeben, auch wenn wir uns damit natürlich lang und eingehend beschäftigen, es ist ein unfassbar komplizierter Modus. Es ist extrem kompliziert und ich sag's dir, Anna, gefühlt ändert sich das auch bei jeder Endrunde, egal ob es um Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft geht, irgendwie muss man sich immer wieder neu in den Modus einlesen und deswegen auch so eine Art habe ich auch noch nie erlebt, es ist wieder etwas geändert worden. Was können wir für unser Publikum sagen? Gewinnen. Einfach Sieg muss das Spiel her gewinnen, das nächste Spiel am Dienstag dann hoffentlich gewinnen und dann muss man nur mal abwarten, ob man dann die Qualifikation quasi direkt bzw. im Playoff direkt geschafft hat oder ob man tatsächlich im Februar nach Australien bzw. Neuseeland reisen muss, um dort noch einmal anzutreten.
Ja, das Stadion scheint aber relativ gut gefüllt zu sein. Ja, eben viel Werbung gemacht, auch die Spielerinnen. Wir haben da so einige Briefe quasi an sich selbst geschrieben, an ihr jüngeres Ich. Und haben darin auch die Fans motiviert, ins Stadion zu kommen, auch wenn das so ein richtig, richtig feines schottisches Wetter ist. So, Emsley. Wienreuter, kurzen Prozess gemacht und das muss ein Foul sein. Ja, ist es auch. Hickelsberger Füller kriegt dann nochmal den Hüftcheck von Cuthbert zu spüren. So, jetzt einmal die Österreicherinnen in der Vorwärtsbewegung, aber nicht ohne Abseitsposition. Das ist jetzt nochmal ganz klar. Juli Hickelsberger Füller, ganz eindeutig. Diese Bälle landen noch viel zu selten bei der Mitspielerin. So ganz angekommen sind die Österreicherinnen leider noch nicht im Spiel. Howard. Kerr und Biller. Zadrazi kommt um den Tor zu spät. Nochmal nachsetzen, ja. Ubuntigam. Schiedsrichterin deutet ihm nur aufstehen. Wir hat den Ball. Emsley. Und Georgieva klärt. Das ist Doherty. Und jetzt brandet wieder der Applaus auf für die nächste Aktion, für die nächste Möglichkeit der Schottinnen. Fast eine halbe Stunde ist gespielt. Zweiter Eckball für Schottland. Well, Weir und Corsi, die Kapitänin, sind sich nicht ganz einig. Cuthbert führt wieder aus. Wieder Kopfball Georgieva. Und Feiersinger hat jetzt Platz. Er hat Platz, aber es kommt nicht wirklich jemand mit. Also die Bewegung nach vorne ist noch äußerst zaghaft. Und ganz fein gelöst von Kerr. Das muss man sagen. Ein Pass nach hinten und alles ist erledigt. Gute Balleroberung wieder und jetzt hoffe ich, dass der Ball einmal in den eigenen Reihen bleibt. Haben wir jetzt nämlich auch schon einige Male gesehen, dass nach Balleroberung, nach eigener Balleroberung, der Ball dann sofort wieder weg ist. Und ja, auch, ich habe es verschrien, auch in dem Fall. Der Ball zwar über zwei, drei Stationen in den eigenen Reihen geblieben, dennoch letzten Endes wieder mit dem Ballverlust. Und das kostet natürlich Kraft, gell? Where? Auf Emsley, ein Spiel, das wir jetzt auch schon oft gesehen haben in diesen ersten 30 Minuten. Wienreuther kann aber Emsley einmal mehr stoppen. Aber es bleibt brandgefährlich für die Österreicherinnen. Doherty. Ja, da geht's
Jetzt meine Österreicherin dazwischen, aber auch da sofort wieder der Ballverlust. Weir. Aber ja, den kriegt sie gerade noch. Achtung, jetzt nicht die Konzentration verlieren. Da kommt noch mal rein. Puntigam klärt fürs Erste. Evans und dann fährt hier Thomas daneben. Aber der Ball ist immer noch scharf. Wieder Weir mit der Reingabe. Wieder Georgieva, die klärt. Und noch immer ist der Ball in den Reihen der Schottinnen. Nochmal Weir. Und jetzt Manuela Zinsberger. Durchschnaufen. Unglaublich, was die Schottinnen da für einen Druck machen und wie sich die Österreicherinnen kaum lösen können. Georgieva hat da jetzt sehr oft mit dem Kopf gerettet. Zumindest mal fürs Erste. Ja, ein paar Mal gerettet, du sagst fürs Erste, den ersten Ball, aber dann beim zweiten Ball war wieder niemand da. Und da muss man ein großes Auge darauf werfen, weil sonst kommst du gleich wieder in Bredouille und bist ständig unter Druck. Ja, man merkt es ganz eindeutig auch schon an der Körpersprache. Das kostet Kraft, das kostet Nerven. Auch da viel zu frei. Ja. Manuela Zinsberger hat den jetzt. Emsley, eine Spielerin, die mehr als nur verhaltensauffällig ist. Kerr ebenso, da ist ein bisschen Glück, Pech, dann beides mit dabei. Wieder Emsley. Diesmal stoppt sie sich selbst. Also nicht so ganz das, was wir uns erwartet, erhofft haben, gell, Anna? Also die Schottinnen jetzt wirklich sehr gut im Spiel, machen immer wieder guten Druck. Jetzt vielleicht über Feiersinger. Sieht Barbara Dunst, spielt ihr den Ball auch zu. Ja, schön gemacht. Henshaw, Außenverteidigerin, die mitkommt. Immer wieder tolle Flanken in den Strafraum reinbringt. Da ist sie wieder, Henshaw. Und das ist das, was bei den Österreicherinnen ein bisschen fehlt. Diese klare Entscheidungen, das klare, scharfe Klären und Entschärfen. Und auch klare Entscheidungen in dem Fall im Offensivdrittel. Ja. Also das ist nicht nur heute der Fall, sondern erleben wir des Öfteren, dass im Offensivdrittel dann im Endeffekt der letzte Pass, ja, auch jetzt wieder leider nicht ganz, der letzte Pass dann nicht ganz ankommt, dass es dann nicht ganz zu Ende gespielt wird. Wieder schneller Ball, Doherty. Und da geht Wienreuther dazwischen. Einwurf also für Schottland. 35 Minuten sind gespielt. 0:0 in diesem WM-Playoff. Auf dem Weg. Österreich möchte bei der WM mitspielen im Sommer. Neuseeland und Australien sind die Gastgeber. Mhm.
Emsley. Claire Emsley, Angel City, da ist sie mittlerweile angekommen, pendelt seit fast 10 Jahren über den großen Teich, also zwischen der Insel und den USA hinher. Im Sommer ist sie von Everton nach LA gegangen. Damit sie auch mal wissen, wer diese Nummer 18 da ist, die für so viel Aufruhr sorgt bei Schottland oder besser gesagt bei Österreich im eigenen Strafraum. Besticht vor allem durch ihre Fitness und Athletik. Daran hat sie jetzt keine Zweifel gelassen. Pontigam schnell auf. Dunst kommt auch nicht an der Bas. Evans. Kommt mal Zadrazil mit, eigentlich Mittelfeldakteurin. Aber ohne Bälle kann sie auch natürlich nicht zaubern. Obwohl, das kann sie. Zadrazil kann schon auch zaubern. Aber das wäre dann doch zu viel. Minute. Es kommt mir so ein bisschen verlegen vor, dass die Österreicherinnen jetzt irgendwie nicht mehr so mutig sind, weil es da vorne, muss ehrlich sein, noch gar nicht funktioniert. Weil sie jetzt hauptsächlich wirklich mit Defensivarbeit beschäftigt waren, obwohl sie die ersten Minuten ganz klar dominiert haben und ganz viel Druck gemacht haben. Aber es hat sich komplett gewandelt, dieses Spiel. Ja, ganz am Anfang. Wirklich, aber nur wirklich die ersten paar Minuten haben sie es gut gemacht, haben gleich versucht, vorne Druck zu machen, aber dann war das schnell verflogen leider und dann hat Schottland das in die Hand genommen. Jetzt wieder mal endlich eine längere Ballbesitzphase, auch gute Zadrazil, Drehung jetzt ja. Von Sara Zadrazil. Aber dann kommt halt der letzte Pass nicht an. Die Bewegungen sind nicht so gut. Achtung, Hickelsberger. Hickelsberger holt sich den Ball. Zadrazil und zumindest. Ja, gib mal den Eckball. Jawohl. Also, gib mal den Eckball. Und tut sich auch schwer, dass man mehrere Spielerinnen mit nach vorne bringt, geschweige denn in die Box, in den 16-Meter-Raum bringt. Und jetzt hoffen wir, dass das beim Eckball vielleicht was Zählbares rausschaut. Verena Henschau, dafür zuständig. Spielerin bei Eintracht Frankfurt. Heute in ihrem 92. Länderspiel. Ball Österreich. Bontigam. Ja. Schuss vorbei. Zumindest noch Zadrazil und Wienreuther dran. Dunst jetzt auf der rechten Seite hinten natürlich. Nach dieser Ecke alles aufgelöst. Henschau da jetzt auch noch auf der rechten Seite. Ja, Pontigam findet Zadrazil. Hickelsberger. Nächster Eckball. Jetzt zeigen sie mehr Durchsetzungskraft, jetzt zeigen sie mehr Wille, jetzt gehen sie entschiedener in die Zweikämpfe und es bringt gleich zwei Eckbälle ein. Noch kein Tor, 40. Minute zwischen Schottland und Österreich und die Österreicherinnen haben hier im Hampden Park den nächsten Eckball. Wieder Henschau, der kommt gut. Da ist Gibson dran.
Deshalb nochmal. Wieder eine Variante mit Barbara Duns, Kopfball Wenninger. Ja, und dann klären sie. Gut aufgepasst, um da jetzt nicht in einen Konter zu laufen von Sarah Zadrazil, die Bayern München Kapitänin. Hittlisberger auf Feiersinger. Wienreuther. Es ist sofort die Gegenspielerin da. Und die Österreicherinnen können sich da jetzt mal lösen. Kontigam, Zadrazil. Hittlisberger an die Latte. 42. Minute. Endlich schön zu Ende gespielt. Und vor allem mal gespielt. Und jetzt ist es richtig gefährlich geworden. Die Schottinnen wieder die Räume eng gemacht, aber die Österreicherinnen dran geblieben. Schön gespielt, Zadrazil uneigennützig, da auch nochmal den Ball hingelegt, wie Hickelsberger ein bisschen Platz gehabt hat. Und es nützt sie dann gleich. Toller Schuss auf die Latte. Beste Aktion gesamt gesehen jetzt wirklich in diesem Spiel. Österreicherinnen jetzt auch viel näher dran, suchen direkt die Zweikämpfe, lassen nicht locker und das merkt man dann gleich. Ändert den Spielverlauf. Oh, Feiersinger ganz hartnäckig geblieben gegen Cuthbert. Villa. Feiersinger sich da wirklich toll durchgesetzt und dann bringt Nicole Biller-Gibson richtig in Bedrängnis. Ja, da pfeift die Schiedsrichterin jetzt doch, Jana Adamkova. Hat zuerst so ausgesehen, als wenn Feiersinger eigentlich gefoult wurde und nicht gefoult hat. Schauen wir dann nochmal. Ja, im nach unten gehen, Gegnerin mitgenommen. Halbe Minute noch, dann sind die 45 voll. Nochmal zur Wiederholung, um den Traum von einem Ticket für die WM wahrzumachen, muss Österreich heute gewinnen. Deshalb gibt es gegebenenfalls Verlängerung, wenn das nicht reicht, Elfmeterschießen. Damit ist es dann aber auch noch nicht erledigt, denn dann wartet eben am Dienstag zu Hause noch Irland. Schiedsrichterin pfeift pünktlich ab, Jana Adamkova, diese erste Hälfte, die geprägt war von einer großen Leistung der Schottinnen durch viel Druck und vor allem
einem sehr kämpferischen Österreich. Mit einem 0:0 geht's in die Pause bei diesem WM-Playoff der ersten Runde Schottlands gegen Österreich. Eben noch keine Tore. Jetzt gibt es dann gleich die Analyse im Studio, auf die ich schon sehr gespannt bin. Und das wollen die Österreicherinnen jetzt eben anders machen. Und es muss auch was anderes passieren als in der ersten Hälfte. Denn es müssen die Tore her, damit die Österreicherinnen auf dem Weg zur WM am Dienstag dann auch noch spielen können, um eben im Sommer zur WM Australien, Neuseeland fahren zu können. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Die zweite Hälfte zwischen Schottland und Österreich im Hampden Park in Schottland. Die UEFA hat zur Pause nochmal dran erinnert. Da war die Fahne oben, Abseitsposition von Cuthbert, dass es eben eine Entscheidung geben muss. Verlängerung und Elfmeterschießen sollen heute dafür sorgen. Unten sehen Sie noch mal die Aufstellung Schottlands. Da gibt es eben auch kaum große Überraschungen. Kerr, die Nummer 8, hat einen großen Namen im Frauenfußball, nämlich Namensvetterin von Samantha Kerr, so heißt sie auch im Vornamen. Das ist wohl eine der besten Spielerinnen der Welt, gerade von einer Verletzung auch zurück ist. Und bei den Österreicherinnen ebenfalls. Keine großen Überraschungen, also gar keine, sondern wirklich die stärkste Elf, die Österreich momentan zur Verfügung hat. Bei den Österreicherinnen gibt es momentan keine groben Verletzungen. Kleine Wehwehchen hat es gegeben, unter anderem bei Zadrazil oder auch bei Henshaw. Aber die hat man eben alle in den Griff bekommen. Auf der Bank bei Österreich gibt es ganz klar noch Alternativen. Wäre einfach falsch gewählt. Österreich hat es geschafft, über die letzten Jahre wirklich ein breites, qualitativ sehr hochwertiges Team zusammenzustellen. Offensiv gäbe es zum Beispiel Lisa Kolb, die hat Irene Fuhrmann auch angesprochen, herausgehoben. Schauen wir mal, was Hicklingsberger da macht. Wird nur zum Boden gestoßen von Weir. Dass Lisa Kolb eben einen sehr guten Eindruck macht, aber auch Stefanie Enzinger ist wieder zurück, weil ich die Verletztenliste angesprochen habe. Die hat lange Probleme dann auch danach, nach ihrer Knieverletzung noch muskulär immer wieder gehabt und wäre nicht ganz fit für 100%, aber Stefanie Enzinger ist so eine, die mit ihren kurzen Auftritten, mit ihrer Jokerrolle ein Spiel durchaus entscheiden kann. Doherty. Thomas. Gegen Manninger. Kapitänin Österreichs. Ah, da spielt Barbara Dunst den Ball direkt auf Emsley, aber Wienreuther zur Stelle. Doch der Pfiff der Schiedsrichterin gegen Verena Henshaw. Neu im Spiel ist Brown, die Nummer 7 bei Schottland, die da gerade im Zweikampf war, ist zur Base rausgegangen und Lena Cleland ist raus
Das ist die Nummer 19 bei Schottland, Clubkollegin von Isabella Kresche bei Sassuolo. Der ist zu unscharf für Manuela Zinsberger. Isabella Kresche eben wäre die Ersatztorfrau für Manuela Zinsberger. Die Nummer 1 bei Österreich im Tor. Viel zu tun hatte sie noch nicht. Die Bälle, die gekommen sind, die waren zu harmlos. Aber alles, was sich vor ihr abgespielt hat, war alles andere als harmlos. Es war viel zu gefährlich. Auch da können sie wieder sehr ungestört teilweise vom Strafraum der Österreicherinnen agieren, die Schottinnen. Zinsberger, wie du es gesagt hast, noch nicht groß geprüft, Gott sei Dank, aus unserer Sicht. Aber im Endeffekt schon die Schottinnen, die öfters und näher zum gegnerischen Tor kommen. Beste Aktion des Spiels, dazu muss man auch sagen, einzige richtig scharfe Torchance, Torschuss bisher war von Julia Hickelsberger. Latte, kurz vor der Pause hat sie da getroffen. War dann doch für den Österreicherinnen, das ist gut, da sind sie noch mal besser reingekommen, aber wir müssen auch versuchen, das Spiel vielleicht auch ein Tick weit breiter zu machen, mal ein Tick weit ein bisschen mehr zu kontrollieren, nicht immer gleich den Ball teilweise blind nach vorne zu schlagen, sondern wirklich einmal mehr Kontrolle über das Spiel zu bekommen und dann einen geregelten Spielaufbau zu machen und dann auch mehr Spielerinnen in den Offensivbereich, ins Offensivdrittel zu bekommen. Das war jetzt gut gespielt, aber dann ist es oftmals schwierig, kommt mir vor, dass man als Spielerin mit dem Ball eine Anspielstation findet. Und das ist oft heute so das Thema, was mir vor allem auch in der ersten Halbzeit schon aufgefallen ist. Jetzt kommt Babsi Dunst. Ja, holt da unter Anführungszeichen nur einen Eckball für Österreich raus. Minute 0:0, Österreich 6 Ecken bisher. Das ist jetzt gerne von Barbara Dunst ausgeführt, bringt aufs erste nichts ein. Zadra Ziel nochmal. Minreuter. Ja, der kommt gar nicht so schlecht, aber da schirmt Howard noch ab. Und jetzt Evans mit dem langen Ball nach vorne. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Anna, so eine richtige Torgefahr spüre ich eigentlich nie, wenn die Österreicherinnen nach vorne kommen und es ist das, was unbedingt her muss. Ja? Also einmal eine Torgefahr und dann große Chancen und letzten Endes dann natürlich das Tor. Wieder eine gute Idee, zuerst den Ball durch die Mitte gespielt, vertikal auf Sarah Puntigam, dann einmal in die Breite versucht, aber dann wieder zu ungenau. Die Aggressivität, die wir in der Pausenanalyse angesprochen haben, die sieht man auch noch nicht so ganz, also ein bisschen aggressiver, ein bisschen, ja, auch vom Ausdruck her, es geht ja dann doch um sehr, sehr viel heute, also da würde man auch mal wünschen, so mal diesen extra Push, vielleicht, dass jemand, zum Beispiel Sarah Zadrazil oder auch Sarah Puntigam, dass sie mal wirklich einen Schreier loslässt und sagt, gehen wir Mädels, da muss etwas mehr her. Georgieva hat zumindest die Handschuhe ausgepackt in der Pause.
Die hat einige Bälle abgewehrt heute schon. Von den Schottinnen Richtung österreichischen Tor geflogen sind. Emsley, den bringt sie rein, aber Manuela Zinsberger, ja, sollte den doch sicher haben. Hat in England ja den goldenen Handschuh letzte Saison bekommen. Als beste Torfrau. Zadrazil. Sag mal, mit viel Platz zwischen den zwei Ketten von Schottland. Und da ist ja auch Babsi Dunst mit. Jetzt sind einmal mehrere Spielerinnen im 16-Meter-Raum. Feiersinger. Gibson. Ja, sie lässt den Schrei los, aber eher aus Frust, weil ihr der da auch nicht so gelingt, natürlich wie erhofft und erwünscht. Laura Feiersinger, die 29-Jährige, die bei Eintracht Frankfurt spielt, eigentlich aus Salzburg kommt. Da kommt sie wieder dran an den Ball. Nicole Biller mit dem Rücken zum Tor. Hat die Zeit, an den Platz sich aufzudrehen. Puntigam. Und das ist jetzt Hickelsberger. Der wird aber der Platz zugestellt von Howard. Ja, Hickelsberger auf Puntigam. Die kommt jetzt weit mit nach vorne. Eigentlich Sechser Position. Sarah Puntigam. Ja, da darf man sich schon auch mal im 16-Meter-Raum bewegen. Absolut. Aber bisher hat man das von ihr nichts gesehen in diesem Spiel. Vielleicht eben auch etwas, was man in der Pause besprochen hat, weil sie ist groß, sie ist zweikampfstark, sie ist kopfballstark. Vielleicht wittert man da auch irgendwo eine Möglichkeit. Hoppala. Ja, Wienreuther. Die Wiederholung. Kiesberger und Dunst kommt nicht dran. Zadrazil knallt die Gegnerin an. Zadrazil. Puntigam. Henshaw. Oh, der geht übers Tor. Und das ist das, was ich vorher gemeint habe, was ich angesprochen habe. Es ist alles noch zu ungefährlich. Da ist nicht so der letzte Enddruck dahinter. Und da müssen die Schottinnen bis dato noch keine große Angst haben. Pedro Loza, Spanier in Diensten der Schottinnen. Und das ist Irene Fuhrmann, Teamchefin bei Österreich. Beide 2021 begonnen. Also Petra Loza hat seit 2021 übernommen. Denn Irene Fuhrmann, die hat ja noch gespielt mit seiner Vorgängerin. Schauen wir mal, was Barbara Dunst macht. Der ist weg. Ja. Zufrieden hat das Gesicht von Babsi Dunst jetzt natürlich nicht ausgeschaut. Die merken das natürlich auch selbst, die Spielerinnen. Die haben das in der Pause auch sicher besprochen, dass nicht alles ganz so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Und dass man dann natürlich was ändern muss. Ja. Aber auch jetzt schon in den ersten
bald 15 Minuten der zweiten Halbzeit ist jetzt leider noch nicht ganz so der Knoten aufgegangen. Vielleicht werden wir es mit einem Wechsel erleben, den einen oder anderen Wechsel. Wäre vielleicht jetzt gar nicht schlecht und wäre meiner Meinung nach dann auch wünschenswert, ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Hickelsberger, die wird gefault. Ja, da muss der Pfiff kommen, kommt auch die gelbe Karte von Jana Adamkova, tschechische Schiedsrichterin. Gelbe Karte gegen Doherty, Nicola Doherty. Gut gemacht, auch von Julia Hickelsberger. Gleich zum Boden zu gehen. Jetzt gibt es den Freistoß für die Österreicherinnen. Eine Stunde ist gespielt. Schottland, Österreich 0-0 im WM-Playoff. Die Großen finden sich ein. Puntigam, Wenninger, aber auch Nicole Biller, starke Kopfballspielerinnen bei Österreich. Barbara Dunst und Verena Henschau, aber Henschau wird ausführen. Direkt. Oh, Gibson patzt sich an und wehrt den zur Seite. Eckball für Österreich, eine Stunde gespielt. Ah ja, da knallt sie noch mit dem Rücken gegen den Pfosten, gegen die Stange. Ach. Ja, unangenehm, ja. Bisschen verschätzt. Diesmal darf aber Barbara Dunst zumindest aufspielen für Henschau. Dann nochmal Dunst. Kopfball wäre jetzt ganz wichtig. Biller, oh, die legt nochmal hin für Feiersinger. Und da fliegen die Österreicherinnen durch den Strafraum. Nämlich Biller und Feiersinger. Ah, das sah nicht gut aus bei Niki Biller. Bin gespannt dann nochmal auf die Lupe. Ich habe es auch nicht gesehen, also ich warte jetzt auch nur mal auf die Zeitlupe. Ja, zuerst ist sie schon am Boden gelegen und dann ist auch noch Feiersinger geflogen. Teamarzt ist bei ihr, Physio ebenso. Es gäbe einen VAR, auch das als Info zwischendurch. In den europäischen Playoffs zur FIFA-Weltmeisterschaft hat sich die UEFA, die das ausrichtet für die europäischen Clubs, eben dazu entschlossen. Und was da zu sehen war, Österreich bereitet den ersten Wechsel vor. Und zwar mit Naschenweng, Katharina Naschenweng. Während hier Graham wartet, die Nummer 10, Mittelfeldspielerin von Everton, Lucy Graham. Und das ist Isi Hochstöger, Teammanagerin, die da wartet, dass eben Kathi Naschenweng rein kann. So, 8 raus, das ist Kerr, Samantha Kerr. Und neu kommt mit der Nummer 10, Graham. Aha, Kerr kann selbst nicht ganz glauben, dass sie raus muss. Ganz überrascht. Schiedsrichterin muss ihr das erst nahe bringen. Bin auch überrascht. Kerr nämlich eine mit der stärksten Spielerinnen am Feld bei den Schottinnen. So, und jetzt ist auch Feierabend bei den Österreicherinnen. Und zwar für Julia Hickelsberger. Für sie kommt Naschenweng. Die Naschenweng bringt eine Schnelligkeit mit, einen linken Fuß, mit dem sie sehr, sehr gut schießen kann, auch von der zweiten Reihe mal abziehen kann, Freistöße, Eckbälle und da auch auf der linken Seite
marschieren wird, hoffentlich. Schauen wir uns dann vom System her noch einmal an. Genau rechts jetzt Babsi Dunst, die die Seite gewechselt hat, und links als Linksfuß hier erstmalig am Ball findet sich jetzt Kathi Naschmeling ein. Pedro Loza, der spanische Trainer der Schottinnen, mahnt zur Ruhe. Er eben 2021 übernommen. Irene Fuhrmann ein Jahr vor ihm, die Österreicherinnen. Die sich nach wie vor relativ, zumindest phasenweise, schwer tun gegen die Schottinnen. Weir bleibt auch gegen die zweite am Ball, hat Platz, spielt auf Cuthbert. Achtung, wieder muss Zinsberger an den Ball. Brown, Fiona Brown war es, die erste, die neu ins Spiel gekommen ist. Bei Rosengart spielt, gerade eben in der Champions League auch mit dabei ist. Kommt dort momentan allerdings auch nur zu Kurzeinsätzen und auch das wieder so fragwürdig. Warum fragt man sich da diese Ungenauigkeit im Spiel der Österreicherinnen? Weil sie es besser können, das muss man ganz klar sagen. Wie sie spielt, da vielleicht auch ein bisschen das mit. Das österreichische Team hat davor gewahrt, ja nicht zu überpowern, nicht zu viel zu wollen. Und wird das jetzt genau vielleicht auch so ein bisschen das Bein, dass man sich unter anderem selber stellt, was da passiert? Kann man noch was Pontigam da macht, Georgieva? Ja, aber im Endeffekt, was heißt zu viel wollen? Ich will ja den Sieg, ich will unbedingt gewinnen und ich muss mich da auch ausbauen. Ich darf auch gar nicht mal irgendwie auf nächste Woche blicken, auf das mögliche zweite Spiel, weil ich muss jetzt erstmal heute diesen Sieg einfahren. Und da muss man trotzdem alles reinlegen, 100% geben, über gewisse Sachen hinausgehen. Da war jetzt wieder gut von Sarah Buntigam, schauen wir uns das an. Aber dann auch wieder dieser schnelle Ballverlust, das kostet so viel Kraft, das ist absolut nicht gut von den Mädels. Da tun sie sich selbst nichts Gutes, wenn sie die Bälle dann wieder so schnell verlieren. Georgieva war auf Dunst. Ein Seitenwechsel, einer der wenigen über die rechte Seite. Ja, und dann klärt Corsi fürs Erste. Ja. Der geht vorbei. Henshaw. Nochmal ein scharfer Abschluss. 68. Minute. Es war jetzt eine Situation, wo sie nichts gut geklärt haben. Und zwar durch die neue Frau am Platz, durch Graham. Und Henshaw. Jetzt dann aus der Distanz. Bleibt beim Versuch. Man schon merkt, glaube ich, dass es um sehr, sehr viel geht heute. Also bei beiden Teams, die vielleicht ein bisschen nervös sind oder nicht ganz so präsent, oder was heißt präsent, nicht ganz so genau in ihrer Spielweise. Und das merkt man aber noch mehr bei den Österreicherinnen. Und über das muss man eben versuchen rauszugehen. Also ein bisschen Kreativität mit reinbringen, ein bisschen was tun, was nicht unbedingt einer Ordnung immer entspricht, und so den Gegner mal versuchen zu überraschen.
70. Minute 0:0, wobei man auch sagen muss, wenn man international mitspielen will, wenn man zum Größten will, was es dann gibt, auch für ein Nationalteam, nämlich die WM, muss man mit dem Druck eines K.O.-Spiels umgehen können. Selbstverständlich, und das hat ja in diesem Jahr schon einige Spiele gegeben, wo es im Endeffekt hieß, alles oder nichts. Ja, Top-WM-Spiele zum Beispiel. Genau. Viertelfinale erreicht. Viertelfinale, auch beim letzten Gruppenspiel ging es dann eigentlich, oder hieß es schon, alles oder nichts. Und das sollten die Mädels mittlerweile gewohnt sein, aber... Abseits. Abseitsfahne ist hoch, genau. Aber heute können sie... Nun ganz das auf den Platz bringen, was die Mädels wirklich spielen können. Also eine klare Abseitsstellung. Puntigam spielt über den Umweg den Ball ins Tor aus, Eckball Schottland. 71. Minute. Noch kein Tor, aber zumindest eines braucht es. Es braucht einen Gewinner. Wieder Georgieva per Kopf geklärt. Das funktioniert halbwegs gut, aber dann dieser zweite Ball. Es ist so auffällig heute, dass die Österreicherinnen so wenig zweite Bälle haben. Auch wenn sie ihn jetzt mal Gott sei Dank zurückgewinnen, aber du siehst gleich wieder verlieren, und das ist sehr auffallend heute. Aufgepasst. Oh ja. Und Zinsberger nur mit der Faust, deshalb Cuthbert. Emsley, und er ist drüber. Drüber von Fiona Brown, Spielerin, die gerade gekommen ist. Ja, aber was soll Zinsberger da noch anderes machen? Klar, sie wird mit der Faust ab, 4 Spielerinnen vor ihr. Aber auch da, es geht wieder hin, her, Abschluss. Das ist okay, die Abwehr, denke ich. Muss man den Helge nachher fragen, aber im Endeffekt dann auch wieder da. Der von mir schon so häufig angesprochene zweite Ball, wo dann die Schottinnen zuerst dran waren. Achtung, hoch. Jetzt darf es mal schnell gehen. Dunst. Zadrazil. Feiersinger ruft. Platz. Will den Ball. Und dann startet Zadrazil die Einzelaktion. Da ist es Zadrazil, der den Ball selbst führt. Eigentlich wäre Biller mitgekommen, Naschenweng mitgekommen, Feiersinger mitgekommen. Aber Zadrazil probiert es selbst. Ja, das war schon in Ordnung. Da war sie schon so weit am Tor dran. Hat der Platz.
Thomas ist raus und mit der 17 kommt Harrison neu ins Spiel. Abby Harrison, 24-jährige Offensivspielerin bei Schottland. Achtung, Billa wird abgeschirmt. Doherty hat sie ziemlich im Griff. Da war kurz Platz zwischen den Ketten und dann ist es Schaulauf, Gruppenbildung bei Schottland und dann geht da nichts mehr durch. Ja, super, von der Zahl her kämpft. Wenninger im Duell mit der gerade eingewechselten Harrison. Ja, ohne Ecke, aber es geht nicht ohne Ecke. Schottland kriegt sie. Ja, reingekommen, Ecke rausgeholt. Sache für Cuthbert, für Erin, die bei Chelsea spielt, seit 2017 Riesenstütze beim Verein ist und unglaublich erfolgreich, während Manuela Zinsberger und Brown noch kurz ermahnt werden. Aufpassen, Marina, sagt der Zinsberger. Marina ist die, die ihr schon ein paar Mal sehr unterstützend zur Hand gegangen ist. Marina Georgieva vor allem per Kopf. Da ist auch ganz schwer zu verteidigen, wenn da ist der Ball jetzt nicht reingekommen, aber wenn da natürlich große Gruppenversammlung direkt an der Torlinie im Fünfer ist, für die Torfrau ganz schwierig. Ja, es wäre wieder Zeit für einen Wechsel. Meiner Meinung nach. Wer schwebt dir vor? Bräuchte es neue Kräfte. Ja, haben wir noch einige Spielerinnen auf der Bank. Also Kathi Naschenweng, die hätte ich auch gebracht auf alle Fälle. Dann haben wir, ich weiß nicht, inwiefern, wie fit, schauen wir da kurz nochmal drauf. Achtung. Ganz frei in der Mitte. Ah, der rollt durch. Gut. Weiß noch nicht, wie fit Maria Plattner ist, sonst. Oh ja, die hat schon zwei Spiele mit 90 Minuten voll durch. Und das ist nochmal eben die Wiederholung von Emsley, mit der zum Glück geblockt. Genau, Elisa Korb. Katja Wienerreuther, die jetzt sehr oft getroffen hat, schon in der Schweizer Liga. Also da gibt es einige, die man bringen könnte. Ein bisschen neuen Schwung reinzubringen, ja, es ist dann doch nicht mehr allzu lang zu spielen. Was überlegt sich Irene Fuhrmann und ihr Betreuerteam für die letzten 12 Minuten? Ja, jetzt einmal schlau gelöst. Henshaw, Einwurf, Österreich. Oder vielleicht auch Schichtl. Kopfballstarke Spielerin, eigentlich Verteidigerin, aber wenn es um die Standards geht, hat sie auch bei der EM bewiesen, hat dort ein Tor erzielt per Kopf. Das ist natürlich immer eine Variante, aber jetzt vielleicht, jetzt, wenn es wirklich auf ein 0-0 einmal hinausgeht, vielleicht ein bisschen später dann noch, weil sie natürlich möglich, gute Drehung, schauen wir das, halten wir das kurz ab.
Ja, zieht ab, kann sie aus unserer Sicht gern so fertig spielen, Caroline Weir. Nochmal zurück zu Kathi Schichtl, die vermeintlich dann für eine... Ich möchte da noch mal kurz einhaken, weil man muss sagen, das darf auch nicht passieren. Die dreht sich, die läuft, die gewinnt das Duell. Ich meine, der Abschluss, ja, ein anderes Thema, aber auch das im Mittelfeld so den Ball kriegen, muss man schon fast sagen, erobern, schreibt mir schon viel zu. Ja, 80. Minute. Es braucht den Lucky Punch. Dann war das Geduldsspiel heute oder Geduldsspiele. Ein 0:0 haben wir ja schon gesehen am heutigen Abend. Da steht es nach 80 Minuten immer noch 0:0. Du sprichst Sturm Lazio an. Das ist jetzt gut, kommt auch an. Ja, Naschenbeck nochmal ein Feiersinger und dann ist Cuthbert sofort wieder zur Stelle. Ja, schön nochmal gespielt. Sandshaw und dann gritscht Brown da rein. Und für solche Aktionen hast du gemeint, dann gerade für die Eckbälle, da wäre natürlich eine Kathi Schichtl auf alle Fälle anzudenken. Naschenweng, Henshaw und jetzt gibt's nochmal für die Österreicherinnen einen Standard. 81. Minute, klarer Überhang an Eckbällen für Österreich. Dunst, und dann erster, zweiter Ball bei den Schottinnen, dann liegt da eine Schottin. So, da holte sich die Top-Spielerin mal her, der Trainer Loser, nämlich Caroline Weir. Und das war nochmal der Eckball. Ja, geht zum Kopfball hin und dann zum Boden. Ah, da haben wir den Wechsel. Wienerreuther. Nicole Biller raus und Katja Wienerreuther ist noch im Spiel. Hat jetzt eben immer wieder getroffen in der Liga. Sie selbst spielt bei den Grasshoppers in der Schweiz. Beim 5:0 ihres Teams gegen Rapperswil hat sie ein Tor erzielt. Nicole Biller ist das heute nicht gelungen. Und man sieht natürlich auch ihr an, wie sehr sie hadert. Zweiter Tausch bei Österreich und wir hoffen, dass es da nicht schlimmer ist. Ich glaube, es ist Cuthbert, die es da erwischt hat. Ja, ist es. Erin Cuthbert, die 24-Jährige. Kopfballduell. Ziemlich heftig den Schlag abbekommen. Das hoffentlich dient Warnung bei Cuthbert, ganz wichtige Spielerin bei den Schotten. Ja, das würde ihnen schon wehtun, wenn Cuthbert vom Feld müsste. Man muss sagen, die ist offensiv extremer Dreh- und Angelpunkt, aber auch defensiv leistet sie starke Arbeit, also die ist überall zu finden am Feld. Ja, mal der erste Ball bei Österreich, zweiter bei Schottland. Hemsley vertut sich. Boah, und da arbeitet Harrison ordentlich. Und jetzt Wienerreuther.
mit Katja Wiener-Reuter. Er kommt noch super von Laura Feiersinger, da setzt sie sich auch gut durch mit dem Körper, aber dann leider viel, viel zu wenig Druck dahinter, muss sie sich auf den linken legen. Wir haben gesehen, sie hat die Position von Niki Biller 1:1 übernommen, ist jetzt vorne im Sturm tätig. Kaspert, da die Wange dick gerieben. Fünf Minuten noch. Katja Wiener-Reuter ist jetzt eben von Irene Fuhrmann noch gebracht worden als eine von zwei Österreicherinnen, die eben gewechselt wurden. Losa, ihr Gegenüber, hat dreimal bisher gewechselt. Und so wie es ausschaut, läuft es auf den Lucky Punch, aufs Goldtor raus oder auf die Verlängerung. Zadrazil gegen drei und ja, da kommt sie gerade noch dran. Naschenweng, Henshaw. Und dann spielt sie wieder dorthin, wo Druck ist, wo kein Platz ist. Cuthbert, unglaublich, sogar beim zu Boden gehen bringt sie den Ball noch nach vorne. Da jetzt aber sehr aufmerksam Georgieva, Henshaw. Evans, die Nummer 11 bei Schottland, die Clubkollegin von Manuela Zinsberger bei Arsenal, war sie zumindest. Und das ist so ohne Idee und Durchschlagskraft und vor allem dann auch vielleicht jetzt, na, Wiener-Reuter. Wiener-Reuter bringt den Ball nach vorne und dann Wiener-Reuter mit dem Abschluss neben das Tor. Also, das war gar nicht so ohne die Chance. Jetzt beim zweiten, dritten Blick, also da wäre schon ein bisschen Platz gewesen. Ja, Wiener-Reuter, die bringt da ordentlich Leben rein ins Spiel. Beim österreichischen Offensivdrang hat sie noch den meisten. Achtung, Wenninger. Kann klären. Cuthbert hadert, weil sie hier Feiersinger gefault hat. Zumindest jetzt die Schiedsrichterin so. Die Minuten, sie verstreichen und es steht immer noch 0:0. Es ist aber heute ein Spiel im K.O.-Modus. Und so wie es ausschaut, geben sich jetzt die beiden Teams irgendwie damit auch schon ab, dass es in Verlängerung geht. Auch wenn die Österreicherinnen jetzt noch mal eine aktivere Phase haben. Wiener-Reuter. Und der kommt irgendwie, aber Feiersinger noch. Feiersinger. Und ja, ist ein Tor vorbei. Wiener-Reuter. Knallt Corsi an, die da noch reinrutscht und dann Feiersinger, überlegt sich, schaut auf, aber auch der Abschluss ist halt
nicht so wenig gut genug. Druckvoll, ja. Genau, einfach nicht gut genug, aber die Aktion an sich über die rechte Seite mal schön gespielt. Aber dass es so wirklich richtig extrem gefährlich wird, das fehlt da leider noch. Halbe Minute. Dann sind die 90 voll. Doherty. Einwurf Schottland. Nochmal Doherty. Amsley. Und jetzt kann sie klären. 4 Minuten gibt's noch. Hohe Ball Richtung Weir. Kommt auch bei ihr an, aber jetzt. Die Österreicherinnen können sich nicht befreien. Das ist zu wow. Henschau noch, aber. Ecke Schottland. Erin Cuthbert. Kapitänin ist dran, und zwar Rachel Corsi. Aber zuletzt noch eine Österreicherin. Deshalb regt sich da auch Zadrazil nochmal auf bei der Schiedsrichterin. Denn jetzt ist es nochmal Cuthbert. Achtung, Georgieva klärt. Und klärt mit Köpfchen einmal. Nicht gleich blind weg, sondern hat versucht, zumindest noch eine Mitspielerin zu finden, auch wenn der Ball jetzt leider draußen ist. Aber hat nicht gleich den ersten blind weggeschlagen, sondern hat zumindest versucht, die Mitspielerin zu finden. Cuthbert, Nenninger. Und sofort sind sie wieder am Ball. Es ist unwahrscheinlich. Harrison, die auch gut ins Spiel gefunden hat. Alle Auswechslungen von Schottland, von Harrison, Graham und Brown haben sehr gut ins Spiel gefunden. Maßgeblich beteiligt nämlich am Spielgeschehen der Schottinnen. Mhm. Die 3 Wechselspielerinnen bisher. So, nochmal die Schottinnen von der Cornerfahne. Wieder Erin Cuthbert. 4-mal Meisterin mit Chelsea, FA Cup gewonnen im Champions League Finale 2021 und absolut wichtige Spielerin. Er ist drüber. Sie ist dann drüber, aber da auch wieder zuerst die Schottin am Ball. Manuela Zinsberger, die da den Ball nach vorne faustet, und dann ist es Doherty, die sich selbst ärgert. Nicola Doherty. 1 Minute noch. Oh, Georgieva. Jetzt ist es gerade ziemlich wild, muss man sagen. Ball wird hin und her gedroschen. So, Georgieva jetzt auch wieder schlau spielen. Puntigam. Wechselt mal die Seite. Da ist Platz, da ist Raum. Für Dunst. Und es noch gibt. Oh, das ist eine harte Entscheidung der Schiedsrichterin. Ja, finde ich gar nicht gut, dass da abgepfiffen wird beim Angriff.
Also abgesehen davon, dass es für Österreich gewesen wäre, der Angriff, nichtsdestotrotz, es geht in die Verlängerung. Ja, es geht in die Verlängerung zwischen Schottland und Österreich. Verlängerung, wir sehen also nochmal Chancen dann und hoffentlich auch Tore vor allem zwischen Schottland und Österreich. Braucht es nämlich heute eine Entscheidung auf dem Weg zur WM. Wir gehen kurz ins Studio, bevor es dann hier natürlich weitergeht mit der Verlängerung. Ja, beide Teams geizen also in Schottland mit Toren. Lisa, eine Vorstellung der Österreicherinnen, die nicht ganz glänzend ist, so ehrlich muss man jetzt auch sein. Viele Aktionen rund um den Strafraum, wo der Abschluss dann letztendlich aber fehlt. Ja, wie gesagt, wie vorher angesprochen, der letzte Pass oder auch die Abschlüsse sind einfach zu ungefährlich. Da, wir haben jetzt phasenweise gute Situationen rausgespielt, aber wie gesagt, der letzte Schritt quasi, dass wir ein Tor machen würden, da scheitert es. Deswegen geht das Zittern weiter, Herbert. Es gab viele symptomatische Vorstöße der Österreicherinnen, die aber rund um den Strafraum dann die letzte Idee haben vermissen lassen. Wir haben eine Aktion vorliegen, wo die Österreicherinnen sogar kurz im Überzahlspiel sind und dann ja, das nicht richtig fertig spielen. Ja, genau, weil da bist du mit 4-4 oder 4-3. Die Aktion noch gar nicht vorbei. Ja, das ist es eben so, dass die Abschlüsse, die Schüsse, wir haben eigentlich einen wirklich guten Schuss gesehen. Der war von Henshaw, der ganz knapp daneben gegangen ist. Auch hier ist vielleicht der Abschluss nicht präzise genug und mehrere Schüsse, die dann wirklich zu harmlos ausgefallen sind. Also ich denke ganz einfach, wenn man da konzentrierter ist, hätte man auch vielleicht ein Tor machen können. Helge, der Schlüssel zum Erfolg wäre natürlich, dass man jetzt Richtung Strafraum ein bisschen konsequenter geht. Jetzt ist natürlich auch eine Frage der Kraft, das Ganze. Was ist denn dein Gefühl momentan? Wir haben so ein bisschen auch vor, am Ende des Spiels auch schon philosophiert, wer hat jetzt noch mehr Sprit im Tank. Und wir haben vor dem Spiel auch darüber geredet, Mentalität, wer ist mental stärker. Vor allem in der Phase jetzt, das wird ein ganz wichtiger Aspekt werden. Und das hängt jetzt auch an den Spielerinnen ab, aber du musst einfach dein Spiel so weiterziehen und noch mehr deine Stärken ausspielen, vor allem wenn es dann gegen Ende geht und wenn die Kräfte dann weniger werden. Ja, die mentalen Kräfte sind jetzt auch gefragt. Lisa, du kennst diese Mannschaftsdynamik natürlich. Wie ist denn momentan so das Gefühl auch innerhalb der Mannschaft nach dem, was sie bisher abgeliefert haben? Sie wissen ja selbst, es war noch nicht genug. Ja, ich glaube schon, dass da also Frust auf einer Seite jetzt von dem her, weil sie wissen, es geht besser oder es muss besser gehen. Aber ich kenne sie von der mentalen Stärke her und ich weiß, dass sie da jetzt einfach wieder trotzdem alles einlegen werden und voll riskieren werden auch. Und ja, ich hoffe, dass eben dann die Schüsse aufs Tor gefährlicher sind, dass wir da heute Sieger vom Platz gehen. Herbert, was erwartest du von den Schottinnen, nachdem wir bisher gesehen haben? Die haben sich lange Zeit zurückgezogen, zum Schluss wieder ein bisschen versucht, mit der Dynamik da Richtung österreichischen Strafraum zu kommen für die Verlängerung. Ja, man muss sagen, aber eigentlich waren auch die Schotten nicht wirklich gefährlich. Also wirklich eine Torschance haben sie nicht gehabt. Natürlich hast du immer, wenn du einen Eckball hast oder einen hohen Ball, der hineinkommt, ist vielleicht ein bisschen Unruhe im Strafraum, aber wirklich gezielt, dass sie eine Aktion gespielt haben, haben wir in der zweiten Halbzeit nicht. Also das heißt, wir müssen uns ein bisschen in den Abschlüssen steigern und dann wird sich auch ein knapper Sieg einstellen. Das passt, 30 Minuten gibt es dafür noch Zeit. Es geht weiter mit Anna Lalić und Elisabeth Tiber, pardon, noch weitere 15 Minuten bis zur Pause und noch einmal 15, bis hoffentlich dann nicht ein Elfmeterschießen folgt. Bitte schön. Ich wollte es zuvor nicht sagen, aber Österreich hat bisher noch nie gegen Schottland gewonnen. Die letzten Spiele sind schon lang her. 2017 war das. Da war Isi Hochstöger, die jetzt die Teammanagerin ist, und Irene Fuhrmann noch dabei, Spielerinnen. 2001 und 2002, das waren die Spiele dann davor. Und 2002 war es sogar so, dass Österreich mit 0-5 verloren hat gegen Schottland. Das war eine der höchsten Niederlagen des österreichischen Nationalteams. Das muss heute nicht mehr passieren, wird hoffentlich auch in einer halben Stunde schwierig.
Aber so macht man sich's nicht leichter. Eckball Schottlands. Cuthbert schmerzt, brummt der Kopf, greift sich da immer wieder an den Wangenknochen, Schläfengegend nach diesem Kopfballduell. Schuss geblockt, Buntigam will den wegräumen. Aber Cuthbert kommt nochmal. Im Steakball. Nochmal Cuthbert für Schottland. Ach, der ist drinnen. Eieieiei. 1:0 für Schottland. 1,5 Minuten. Nicht einmal hat es gedauert. Abby Harrison. Sie wurde eingewechselt. Und nach diesem Eckball Cuthbert. Per Kopf, der sitzt haarscharf und ist vor allem auch scharf platziert. Eins zu null, Schottland gegen Österreich. Die gute Nachricht ist aber, wenn man sie jetzt natürlich finden will, Österreich hat noch Zeit, 92. Minute. Dieser Treffer passiert. Ja, es hat sich ein bisschen in diese Richtung bewegt. Die Schottinnen waren mehr am Drücker. Was ist jetzt die Taktik, Lise? Ist es jetzt das alles oder nichts oder schauen, dass man. Ich denke, alles oder nichts ist noch zu früh, weil, wie du angesprochen hast, also es sind jetzt noch 28 Minuten oder was zu spielen. Das ist jetzt ein bisschen zu früh noch. Mal durchschnaufen draußen, Irene Fuhrmann, aber auch drinnen nochmal das Verdauen. Ja, jetzt ist mein Rückstand geraten. Und dann versuchen, konsequent noch einmal nach vorne zu probieren und natürlich versuchen, dass man mehr den Fokus wieder in die Offensive legt, aber auf alles oder nichts jetzt in dem Augenblick zu spielen, wäre noch zu früh, meiner Meinung nach. Aber lange darf es dann nicht mehr warten, auf der anderen Seite. Da bleibt die Österreicherin liegen. Evans weiß natürlich von nichts. Katja Wienerreuter. Mit Sturm gespielt und dann jetzt eben in der Schweiz angekommen. Nächster Angriff der Schottinnen. Emsley. Alleroberung Graham. Und 2-3 Spielerinnen braucht, um sie vom Ball zu trennen. Wienerreuter holt das Foul raus. Barbara Dunst.
Sucht Wiener Reuter, aber Corsi kommt dran. Das ist die Torschützin. Schottinnen auf der anderen Seite ziehen sich auch nicht gleich ganz komplett zurück. Ja, Foulspiel von Sadrazil. Klar, dass sie sich ärgert. Entschuldigt sich dann aber gleich bei der Schiedsrichterin Jana Adamkova. Manuela Zinsberger hört noch bis dann auf Vorschreien, die Torfrau Österreichs. Das ist auch ihre Rolle, ihre Aufgabe, wie sie sich selbst definiert. Ja, ist gut mal mit dem Körper auch reingegangen von Laura Wienreuther, mal dagegen gestemmt. Verliert Österreich dieses Spiel, dann ist es vorbei mit der WM. Das ist definitiv. Wenn sie gewinnen, dann geht es in ein nächstes Spiel. Und zwar gegen Irland zu Hause. Dafür braucht es jetzt aber zumindest ein Tor und die Entscheidung, eventuell noch im Elfmeterschießen zu erzwingen. Weir. Diesmal aufmerksam Menninger und Puntigam. Aber der Ball ist dann schon wieder bei den Schottinnen. Zu zaghaft. Irene Fuhrmann hat vor dem Spiel gewarnt, nicht in Zweikämpfe verstricken lassen, weil das ist die große Macht. Das ist das, was die Schottinnen beherrschen. Wenn dann Laufduelle, weil Österreich hat Geschwindigkeit drinnen in der Viererkette, in der Abwehr. Da mangelt es bei den Schottinnen an diesem Tempo. Phasenweise ist es den Österreicherinnen gelungen. In der Pausenanalyse wurde das auch angesprochen, eben dass kurz vor der Pause die Österreicherinnen es geschafft haben, sich mal zu lösen aus diesen Zweikämpfen. Einen Pass gesucht haben und zwar wieder nicht dorthin, wo es richtig eng ist. Weil die Schottinnen schon alles zugestellt haben und auch das symptomatisch. Abstimmung wieder nicht gepasst. Und dann rennt man wieder hinterher. Ist rechts ganz frei auch. Brown. Ja, Brown hat da auch wieder Zeit und Möglichkeit. Und Harrison, was wieder die Torfrau zum, also die Torfrau, die Torschützin zum 1:0. Noch ein Eckball für Schottland. Und die haben jetzt aufgeholt und Österreich überholt. 10 Ecken. Österreich 8 bisher. Könnte man noch agieren, neue Kräfte könnte man natürlich auch bringen. Ja, ah, ja. Da kommt Maria Plattner für Laura Feiersinger. Plattner hat sich bei der EM Schlüsselbein gebrochen, ist zurück jetzt. Und das ist eine Spielerin, die mehr als nur den Unterschied machen kann. Die ist vor allem zweikampfstark und da sieht man schon, die tut sich nichts an. Um es schön auszusprechen, aber ich glaube, sie wissen schon, in welche Richtung es bei Maria Plattner geht. Und so eine braucht sie in diesem Spiel. Ganz eindeutig gegen Schottland.
kein Abseits. Ja, wundert mich auch. Von Wienerreuther. Dunst völlig allein. Auch da kommt sie jetzt aber durch. Knapp vorbei. Es gibt den Eckball. Da war noch wer dran. Da darf sie gleich selbst nochmal. So, wo sind die Mitspielerinnen? Wienerreuther wäre links, aber zu weit weg. Und dann versammeln sich da schon alle im Strafraum. Dunst holt die Ecke raus für die Österreicherinnen, die neunte jetzt. Das ist kurz, kommt zwar noch durch. Georgieva. Ja, immer noch Georgieva, nein. Fall an Doherty. Abigail Harrison hat den Treffer für Schottland erzielt in der 92. Minute. Jetzt ist die 102. Minute. 2x15 Minuten insgesamt, also noch zwischen Schottland und Österreich. In diesem Spiel um eine mögliche WM-Teilnahme. Zumindest mal der erste Schritt von noch weiteren, die dann folgen müssen, und zwar von vielen komplizierten durch einen recht undurchsichtigen Modus. Aber ganz klar ist, bleibt es bei diesem Spielstand, ist es für Österreich definitiv vorbei. Aber es bleibt noch Zeit. Ein bisschen Zeit ist noch, aber jetzt wäre es meiner Meinung nach langsam an der Zeit, dass man dann doch mehr ins Risiko geht. Plattner gibt ab an Henshaw. Georgieva. Hinten auch aufpassen, ja. Barbara Dunst, die Oststeirerin. Ballverlust gegen Weir. Weir hat bei der Champions League Qualifikation nicht getroffen. Und zwar hat der Sturm gegen Real Madrid gespielt, ihrem Verein. Ansonsten ist es eine Torgarantin, die Nummer 9 Schottlands. Aber auch in diesem Spiel ist ihr kein Treffer gelungen bisher. Gut, das klingt so, als wenn sie immer müsste. Ist natürlich schon okay. Sie muss heute nicht unbedingt. Ja, heute. So, da berät sich Irene Fuhrmann mit dem Co-Trainer. Was noch möglich ist, was noch zu machen ist. Marco Sackl, Irene Fuhrmann, Teamchefin und Assistenztrainer, haben sich da jetzt noch mal beraten. Eine Minute gibt es da jetzt noch in dieser ersten Hälfte der Verlängerung obendrauf.
Abby Harrison. Und Brown, nochmal Harrison. Ein Wurf. Manuela Zinsberger, Torfrau von Österreich, ermahnt lautstark konzentriert zu bleiben. So, das war's mit der ersten Hälfte der Verlängerung. Da hat Österreich ein Gegentor kassiert, und zwar durch sie, durch Abby Harrison in der 92. Minute. Deshalb steht es jetzt 1:0 für Schottland im WM-Playoff gegen Österreich. Die Österreicherinnen haben nochmal 15 Minuten Zeit, das wieder auszubügeln, vielleicht sogar ganz auszumerzen. Wir werden sehen, wenn es hier gleich weitergeht. Nochmal Kraft tanken, Beine ausschütteln. Jetzt muss viel über den Kopf auch gemacht werden. Klar, Beine sind schon müde bei beiden Teams. Aber jetzt gilt es nochmal absolut alles rauszuholen. Und auch ins Risiko zu gehen. Also meiner Meinung nach jetzt muss sofort ins Risiko gegangen werden. Klar läufst du Gefahr, ein weiteres Gegentor zu bekommen, aber letzten Endes machst du selbst einmal ans. Ist es sowieso vorbei. Manuela Zinsberger in ihrer Rolle der Armpeitscherin. Der wohl immer als Letzter die Kraft ausgibt. Für Schottland wäre es eben die zweite WM-Endrunde in Serie, bei der sie dabei wären. Die Österreicherinnen, die kämpfen jetzt nochmal 15 Minuten darum, zum ersten Mal überhaupt bei einer WM-Endrunde dabei sein zu können. Cuthbert bleibt extrem aktiv, extrem gefährlich. Evans gegen Plattner. Schön gemacht von Naschenweng. Der nächste Ball leider allerdings wieder bei den Schottinnen. So. Nicht Druck machen, genau. Katja Wienerreuther versucht gleich drauf zu gehen. Ich glaube, Österreich wird gleich wechseln. Lisa Kolb ist es nicht, so wie es ausschaut, weil die wärmt dann noch auf. Nein, es ist nur das österreichische Betreuerteam, das da momentan zusammenstellt. Zadra Ziel findet den Pass in die Tiefe zu Naschenweng. Und dann läuft da Wienerreuther nicht im richtigen Timing ein.
Dunst. Jetzt mal gut zurückgekämpft den Ball. Wiener, Wienreuther verliert den Ball. Ja, jetzt das Foul rausgeholt. Aber ja, Freistoß für Österreich, aber hoffentlich ohne Verletzung. Wienreuther und Doherty. Oh, da ist hier drauf gestiegen, ja. Und dann auch noch ordentlich weggerissen. Tut natürlich weh. Es ist ein tiefer Rasen, also tiefer Boden, weil es tagelang jetzt nicht nur geregnet, sondern zwischendurch geschüttet hat. Das ist für die Muskulatur anstrengend, das ist für die Gelenke und vor allem auch für die Sehnen und Faszien extrem anstrengend, da immer in den tiefen Boden rein zu fahren. Freistoß für die Österreicherinnen. So, das soll uns jetzt ein bisschen Mut und Hoffnung machen. 109. Minute, ein Tor braucht's, um zu wieder Chancen herzustellen, die Hoffnung leben zu lassen. Angel. Ah, nicht so. Weit weg. Du sagst nichts mehr, du schüttest du den Kopf und der Regen setzt wieder ein. So, Wittambas ist auch noch dazugekommen. Christoph Wittambas, ebenfalls Assistenztrainer, zusammen eben auch mit Markus Sackl bei Irene Fuhrmann, der Teamchefin. Aufdrehen und. Plattner, Dunst, Henshaw. Damit Sie sich vorstellen können, Elisabeth Tiber, wie die Christusstatue über Rio de Janeiro, sitzt sie neben mir. Weit ausgestreckte Arme. Und die große Frage im Gesicht. Warum? Nur 10 Minuten gleich vollgespielt. Schichtl und Kolb kommen bei Österreich. Es ist mehr als Zeit, dass noch einmal frische Kräfte kommen. Schichtl groß, kopfballstark. Die ist 1,80, über 1,80. Über 1,80 für die Standards natürlich gedacht jetzt. Und dieser Kolb, eine schnelle, flinke Spielerin. Ja, die ist klein, die ist athletisch, die ist wendig und die ist eins lästig. Und zwar im besten Sinne des Wortes jetzt auch wirklich gemeint. Braucht jemand, der die Schottinnen beschäftigt, der sich da reinbeißt. Ein Tor braucht's. Dunst raus, Schichtl rein. Und wer geht für, wer macht Platz für Lisa Kolb? Wienreuther. Verteidigerin und Offensiv-Mittelfeldspielerin raus. Kolb, absolute Offensivspielerin und Schichtl kann es auch sein, vor allem eben bei den Standards. Aber im Prinzip Verteidigerin. So, und jetzt natürlich Unterbrechung bei Schottland, die haben es nicht eilig. Da kommt
der Ball schon direkt auf der drauf. Also da braucht man es auch nicht eilig haben bei Graham. Das ist alles mehr als nur in Ordnung. Das ist mehr als nur verständlich, dass man da jetzt nichts überhastet, wenn man den Ball so raufkriegt. Mitchell! Ist es, die jetzt noch kommen will? Emma Mitchell, eigentlich Mukandi. Sie hat geheiratet. 30-jährige Spielerin. Es ist Überraschung, eine Verteidigerin bei Schottland, die gleich kommen wird. Sie setzt sich vor allem für mentale Gesundheit ein, hat da unter anderem sogar auch mit Prince William darüber diskutiert. Und sie hat vor dem heutigen Spiel gesagt, man sagt ja, träum groß, aber das, was da heute abgeht, das ist riesig. Raus geht's Doherty und neu kommt eben Emma Mitchell-Mukandi. Sie ist auch Mutter und sie hat gesagt, ich will zeigen, dass man als Frau sehr wohl Mama sein kann und auch seinen Traum verwirklichen kann. Auf die österreichischen Wechsel nochmal zurückzukommen. Kathi Schichtl sehen wir nicht hinten. Die ist gleich vorne in den Sturm gegangen. Lisa Korb zwar jetzt hinten mit am Helfen, werden wir schauen, die wird sich dann, denke ich, im Mittelfeld einfinden. Harrison, Torschützin zum 1:0 für Schottland. Der Ball einmal raus. Das gibt es nicht. Das ist schon ein, zwei Minuten da drinnen. Das ist natürlich die Zeit, die fließt. Dann wird er wieder verloren. So wird es immer schwieriger und schwieriger. So, der eingewechselte Mitchell Mukandi. Dann die andere Seite, ja. Da ist Platz, da ist Raum, es ist nicht notwendig. Weir, Harrison. 115. Minute. Die läuft natürlich wieder ins Eck. In dem Fall schneller gelöst. Einwurf. Marina Georgieva und Abby Harrison. Also Zweikampfstärke bei den Schottinnen ist unglaublich. So, Maria Platner, der reicht's gut so. Jetzt gibt es den Foulpfiff und den Freistoß für Schottland. Caroline Weir hat getroffen. Ja, spannend. Lisa Kolb ist hinten drinnen und Katharina Schichtl ist vorne. Hundertsiebzehnte Minute.
Österreich braucht das Tor, damit sie weiter träumen können von einer möglichen ersten WM-Teilnahme. Aber Schottland gefällt in der Hälfte der Österreicherinnen. Maria Plattner, Zadra Ziel. Karina Wenninger. Sucht eine Anspielstation. Achtung, Brown, Wenninger, und es gibt tatsächlich nochmal einen Eckball. Fiona Brown und Abby Harrison. Wissen, wie man Zeit rausholt, schindet. Schiedsrichterin wird auch schon zu bunt. Harrison kriegt die gelbe Karte. Fair ist jetzt langsam auch schon was anderes. 30 Minuten, Sekunden geht es noch, bevor die 30 Minuten der Verlängerung um sind. So, Fiona Brown ist gekommen, eingewechselt, geht jetzt nochmal raus. Es kommt für sie zum Schluss jetzt noch mit der 23 Grimshaw. Die von einer Verletzung zurück ist und so wie es ausschaut, darf sie da jetzt eben auch ihr Comeback im Nationalteam nochmal geben. Georgieva, da spielt Wenninger ganz gut nochmal mit. Rettet absolut vom Tor und auch das ist wieder so ein Ball, das ist nicht notwendig, dass der da durchrutscht. Und dann Georgieva, Manuela Zinsberger und Karina Wenninger, naja, Hauptsache eine klärt. Sagen wir so, 2 Minuten gibt es noch. Davon ist einer schon fast um. Schottland führt mit einem Tor. Man muss sagen, nach wieder am Pfiff war Österreich. Ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass die mal wirkliche Aktion nach vorne gehabt hätten. Es sind die Schottinnen, die sich festspielen in der Hälfte der Österreicherinnen. So wie es ausschaut, fährt Schottland zumindest einmal nirgends weit hin, weil sie haben als nächstes die Aufgabe, Irland als Gastgeber, Gastgeberinnen zu dienen. Die Österreicherinnen haben noch ein paar Sekunden, um ein Tor zu erzielen, vielleicht das Elfmeterschießen noch wahrzumachen.
Nein, das war's. Österreich muss das Vorhaben WM begraben. Die Weltmeisterschaft in Australien und in Neuseeland im kommenden Sommer wird definitiv ohne Österreich stattfinden. Für die Schottinnen lebt der Traum. Sie empfangen jetzt als nächstes Irland und können sich so noch für die EM, also die WM-Endrunde qualifizieren und daran teilnehmen. Also Österreich ist raus, 1:0. Das Tor in der 92. Minute von Harrison hat es möglich gemacht. Ich gebe jetzt langsam zurück ins Studio, während hier natürlich Abigail Harrison feiert, denn sie hat die WM-Träume der Österreicherinnen hier im Hampden Park in Schottland zerplatzen lassen. Ja, schade, während es bei Europameisterschaften so gut läuft für Österreichs Frauen, bleibt eine Weltmeisterschaft weiterhin ein unerfüllter Traum. Heute muss man aber ganz klar sagen, eine Leistung, auf die man nicht stolz sein kann. Also völlig verdient letztendlich auch, dass man da hier die Schottinnen im Hintergrund feiern sieht. Ja, muss man schon sagen. Schottland verdient quasi eine Runde weiter. Und es war heute leider nicht der Tag der Österreicherinnen. Ganz, ganz schade, weil es natürlich ein K.O.-System jetzt im Endeffekt ist. Man hatte in den Zweikämpfen das Nachsehen. Man hatte keine zweiten Bälle gefühlt. Man hat viele Ballverluste ohne Bedrängnis gehabt, um nur ein paar Punkte zu nennen. Und dann, ja, gehst du dann in Wahrheit auch ja verdient als Verlierer in dem Fall vom Platz. Lisa, jetzt hat man Österreichs Team schon auch mit dir in der Mannschaft schon viel besser gesehen. Warum war denn das heute so zerfahren? War es die Nervenbelastung? Es war auch der Abstand zwischen den Linien relativ groß? Ja, ich weiß nicht. Sie haben nicht richtig gut ins Spiel gefunden, finde ich. Es war immer so wie so ein Wellengang eigentlich. Dann waren sie wieder ein bisschen besser im Spiel, dann haben sie so wieder komplett hergegeben, wo man sagen muss, die Schotten haben nicht wirklich jetzt drückende Chancen gehabt, eigentlich gar keine. Waren über die Standards einfach sehr gefährlich und eben in der Phase, wo wir es 1-0 gekriegt haben, haben wir uns einfach nicht befreien können. Und ich glaube, es ist viel Frust dann dazu gekommen. Die Pässe sind durchwegs durch das ganze Spiel einfach nicht angekommen oder nicht so, wie es sein hätte sollen, dass du sagst, okay, du schaffst da heute gegen so einen Gegner wie Schottland den Sieg und kommst in die nächste Runde. Eine Unachtsamkeit gleich zu Beginn der Verlängerung, Herbert, hat das ausbedeutet. Schauen wir auf diesen Treffer nach einer Standardsituation, natürlich doppelt bitter. Abigail Harrison schießt Schottland ins Glück. Ja, und das Bittere ist, dass sie also auf alle Fälle nicht zu den großen Spielerinnen zählt. Und wir eigentlich da mit vier Mann sind. Und trotzdem springt sie als Einzige und am höchsten und macht das Tor. Es ist bitter, weil ich glaube, ich habe die Europameisterschaft natürlich auch verfolgt. Und heute haben wir eigentlich an kein einziges Spiel, so wie wir gespielt haben bei der Europameisterschaft, anschließen können. Und das, vielleicht liegt es an der Lisa, dass die zu früh aufgehört hat. Aber es ist natürlich bitter, weil ich glaube auch dann, dass auch jetzt die Austausche nicht wirklich etwas verändert haben. Im Gegenteil, es war dann eher in unserer Mannschaft dann zerfahren und mit vielen, vielen Fehlpasses, speziell dann eben in der zweiten Hälfte von der Verlängerung. Herbert, da drüben, Helge Peyer zeigt schon auf, denn er hat diesen schmerzlichen Gegentreffer noch einmal genauer unter die Lupe genommen. Auch aus Torwartsicht hast du da wahrscheinlich was beizutragen. Für mich hat sie bei dem Spiel nicht wirklich einen Sieg verdient, weil es relativ ausgeglichen war. Aber ich sage so, beim Tor waren einige Dinge, die nicht so gepasst haben. Die Flanke kommt irgendwie da so ins Zentrum hinein. Wir haben schon gehört, Herbert hat gesagt, vier Mann von uns im Zentrum. Dann kommt die Flanke und dann sehen wir Zinsberger, die versucht rauszukommen und dann wieder zurückgeht. Ja, wenn sie nicht hinkommt und dann wieder zurückgeht, muss sie eines ganz richtig machen, und zwar Folgendes. Sie muss bereit sein für den Kopfball oder für den Schuss. Und man ist nur bereit, wenn man mit den Beinen am Boden steht. Und das sieht man hier ganz klar. Wenn du mit den Beinen am Boden stehst, kannst du Abdruck zum Ball generieren. Und das schafft sie hier nicht. Und deswegen kann sie dann auch beim Kopfball nicht reagieren. So, werden wir jetzt hier sehen,
Der Ball geht rein ohne Reaktion. Der Kopfball wäre schwer zu halten gewesen, aber zuerst kommt sie nicht raus, dann geht sie rein und dann kann sie nicht reagieren, weil sie mit den Füßen in der Luft ist. Das war einer der Fehler, aber auch, dass dort eine gegen vier köpfen kann. Genau. Leider ein Treffer, der so sehr schmerzlich ist, auch natürlich für Laura Feiersinger, die jetzt beim Interview bei Christine Enhoff steht. Bitte schön. Ja, es ist eine ganz bittere Pille, die die Österreicherinnen in diesem Moment schlucken müssen. Ganz Schottland hier feiert. Laura, kann man die Gefühle aktuell jetzt in Worte fassen? Ja, ich glaube, es ist extrem bitter. Es war ein sehr, sehr enges Spiel. Ein bisschen ein ekelhaftes Spiel. Es war sehr zweikampfbetont und auch sehr chancenarm. Und ich glaube, man hat auch am Platz gemerkt, die Mannschaft, die heute das erste Tor macht, die wird es auch gewinnen. Was hat denn jetzt schlussendlich den Unterschied zugunsten Schottland ausgemacht? Ja, ich glaube, dass wir heute vielleicht nicht ganz an unser Niveau rankommen sind. Wir haben viele einfache Fehler gehabt, haben uns gute Situationen rausgespielt, aber dann den Ball zu leichtsinnig wieder hergeben oder zu unsauber abgespielt und uns so einfach auch gute Chancen und Möglichkeiten selber ein bisschen verspielt. Und das Tor, es waren so viele Standardsituationen, das kommt einmal vor und ist natürlich trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Dankeschön, Laura. Ja, sehr, sehr gut analysiert, wie ich finde. Und das in diesem Moment der großen Enttäuschung, Elisabeth. Ja, sie hat es wirklich gut nüchtern analysiert, einige Punkte angesprochen, die wir in unserer Runde auch schon angesprochen haben. Und dazu ist natürlich gekommen, dass die Präsenz generell nicht am Platz war und vor allem nach vorne hin, gell, dass du irgendwie nie gemerkt hast, nie das Gefühl hattest, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, dass irgendwie ein Tor fallen kann, dass jetzt dann bald so weit sein wird und das hat gefehlt. Und das ist aber öfters jetzt schon mal der Fall gewesen, dass du merkst, okay, vorne fehlt so ein bisschen der Druck, nicht nur der Pass, der ankommen soll, sondern auch dann wirklich einmal ein schöner Schuss, eine schöne Aktion in Tornähe und dann natürlich, um zum Tor zu kommen. Jetzt hat der Herbert schon angesprochen, Lisa, diese Wechsel, sie haben nicht unbedingt dazu beigetragen, dass der Spielfluss besser wurde im Team der Österreicherinnen. Natürlich war es eine Frage des Kräfteverschleiß. War die eine oder andere Wechselsituation für dich vielleicht sogar nicht nachvollziehbar? Ja, für mich nicht ganz nachvollziehbar war der Wechsel von der Julia Hickelsberger, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass sie sicher von den Spielerinnen noch am gefährlichsten werden hätte können. Sie ist eine extrem schnelle Spielerin. Und ich glaube einfach, dass da vielleicht der Wechsel ein bisschen zu früh gekommen ist. Mhm. Das ist so mein Gefühl. Ja, Irene Fuhrmann hat natürlich alles versucht in dieser Partie, war hilflos am Spielfeldrand dieser Situation dann letztendlich auch ausgeliefert und steht jetzt auch beim Interview bei Christine Enhoff. Irene, es ist wahnsinnig bitter im Moment. Was waren die ersten Worte, die Sie jetzt nach dieser Niederlage an Ihre Mannschaft richten konnten? Ja, dass es in so einem Moment nicht die richtigen Worte gibt. Ich glaube, die Enttäuschung ist groß, die Bitterheit ist da. Am Ende kann ich oder können wir unseren Spielerinnen keinen Vorwurf machen. Sie haben alles versucht, wir haben gewusst, es wird ein sehr schweres, enges Spiel. Und am Ende sind wir schwer in die Gänge gekommen in der ersten Halbzeit, haben aber dann Ende zweiter Halbzeit den notwendigen Biss gefunden, waren auch, denke ich, dann im Spiel, aber am Ende dürfen wir dieses Tor nicht bekommen und waren einfach dann auch zu harmlos nach vorne. Ihre Spielerin Laura Feiersinger hat gemeint, Sie sind nicht an das Niveau herangekommen, das man schon mal gezeigt hat. Würden Sie das so unterschreiben? Ja, wir waren speziell erste Halbzeit nicht alle on point da. Und das können wir uns einfach nicht leisten auf diesem Niveau. Und trotzdem haben alle das versucht, zumindest was heute möglich war. Und mehr ist einfach nicht gegangen. Was bedeutet das jetzt für die nächsten Monate fürs Nationalteam? Ja, ich habe Ihnen auch gesagt, große Sportler kommen gestärkt aus solchen Niederlagen zurück. Aber am Ende haben wir eine Riesenchance verspielt, erstmals zu einer WM zu fahren. Und die Möglichkeit wäre einfach gegeben gewesen. Und jetzt heißt das, möglichst schnell zu verarbeiten und dann im November in die Testspiele zu gehen. Alles Gute, danke schön, Irene. Danke. Ja, das wird ein bisschen dauern, bis man diesen Schmerz dann verkraftet. Letztendlich wird es aber dann ohne ihn wieder weitergehen mit
aufstehen und Krone richten. Leider nichts geworden mit dem Traum einer österreichischen Frauennationalmannschaft zum ersten Mal bei einer WM-Endrunde. Dankeschön den Expertinnen und Experten an diesem Abend. Ein langer Abend, ein Tor nur leider jenes gegen eine österreichische Mannschaft. Sturm Graz hat aber zumindest gegen Lazio Rom ein 0:0 geholt. Darauf blicken wir in knapp 20 Minuten noch einmal zurück. Auch andere österreichische Mannschaften und Spieler gibt es, zum Beispiel die Wien Austria. Bei Villarreal, wo Herbert Praska natürlich genau drauf schaut. Also in knapp 20 Minuten. Zuerst gibt es noch die ZIB-Nacht, dann sind wir hier wieder zurück.